Hallo und herzlich willkommen bei TubeMag, deinem YouTube-Magazin. Heute geht es um eine eher traurige Geschichte. Wir sind auf ein Video gestoßen, wo man sich eigentlich denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Doch in dem heutigen Video geht es um eine solch wahre Geschichte. Der homosexuelle YouTuber No Homo hat in einem sehr emotionalen Storytime-Video sein Geheimnis preisgegeben, welches bis dahin nur zwei seiner engsten Freunde kannten. Und zwar wurde der YouTuber mit 14 Jahren auf dem Weg zum Reiten in ein Gartenhaus verschleppt und dort vergewaltigt. Der damals in der Schule gemobbte YouTuber war schon zu Schulzeiten eher auf sich alleine gestellt und hatte wenig Freunde. Auf dem Weg zum Reiten nimmt er eine erfahrungsgemäß wenig besiedelte Abkürzung, als plötzlich ein fremder Mann vor ihm steht und ihm die Hand auf den Mund drückt. Dann zwingt die fremde Person den Jungen mit in ein naheliegendes Gartenhaus zu kommen, wo er ihm ins Ohr flüstert: Ich lasse dich los. Wenn du versuchst zu fliehen, bringe ich dich um. Der Mann zwingt den Jungen in die Knie und presst sein Gesicht gegen seine Hose. Wegzulaufen oder gar sich zu wehren, traut sich der YouTuber nicht. Jahre danach ist No Homo immer noch traumatisiert. Nach der Vergewaltigung hat er sich in sein Zimmer eingesperrt und stundenlang geweint. In seiner Situation wusste er nicht weiter. Er versuchte, das Ganze mit Essen zu verarbeiten und nahm dadurch in nur einem Jahr mehr als 20 Kilogramm zu. Das Ganze war ihm sehr peinlich, da er sich seiner Männlichkeit beraubt fühlte. Zum Reden hatte er niemanden. Doch als wäre das Ganze nicht schon schlimm genug, lief er 4 Jahre mit der Ungewissheit rum, AIDS zu haben. Denn der Vergewaltiger benutzte kein Kondom. Erst mit 18 hatte er dann endlich einen AIDS-Test gemacht, welcher zum Glück negativ ausfiel. Doch gibt es nach der ganzen grausamen Story ein Happy End. Heute führt er eine Beziehung, die bis dato schon seit über 3 Jahren Bestand hat und ihm geholfen hat, sein Trauma endlich zu überwinden. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Videos. Für die Leute, die sich seine Geschichte mal von ihm selber anhören wollen, der Link ist unten in der Beschreibung. Wir hoffen, dass wir damit auf ein Schicksal aufmerksam machen konnten, welches leider keinen Einzelfall darstellt. Wir von TubeMag wünschen ihm auf diesem Wege alles Gute. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt TubeMag. Bis bald und auf Wiedersehen.